Lass mal überall hier Fackeln ranknallen in meine kleine Apatitmine hier. Die möchte ich jetzt gar nicht weiter ausbauen erstmal. So, was ich jetzt hier nämlich erstmal vorhabe, ist ein Wasserfahrstuhl, den ich als erstes bauen möchte. Warte mal, hier komme ich rein, da geht's weiter und hier möchte ich meinen Wasserfahrstuhl einbauen. Damit wir dann nach unten kommen können irgendwie vor allem erstmal. Für den Wasserfahrstuhl werde ich aber einiges brauchen. Jetzt ist das schon wieder Nacht da draußen. Ach, ich muss zusehen, dass ich Schafe bekomme. Sind hier irgendwo Schafe zu sehen? Natürlich nicht. Das ist klasse. Lieber nochmal ein Hühnchen gerade schnabulieren hier. Eieiei. So, hier mache ich jetzt erstmal ein paar Fackeln rein. Hier wird der Wasserfahrstuhl wird hier reinkommen. Jetzt sage ich schon, Wasserfahrstuhl ist heute, glaube ich, das Wort, was ich am häufigsten schon gesagt habe. Nur mal Wasserfahrstuhl zu sagen. Da muss auf jeden Fall ein Wasserfahrstuhl rein. Nein, ein Stein, um das Loch wieder zu verschließen. Das hier wird nachher sowieso wieder alles dicht kommen. So sieht meine Planung derzeit noch aus. Aber erstmal das Apatit abbauen. Ja, Apatit, Apatit, Apatit. Das brauche ich für die Baumfarm. Das wird alles Dünger. Dünger, 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 Dünger. Die Baumfarm wird noch ewig auf sie warten lassen, aber ich habe zumindest schon mal Apatit. Normalerweise finde ich das immer erst viel zu spät und dann ist es meistens schon weg und doof. Und so. Und jetzt ist gleich meine Pickaxe hinüber. Was natürlich auch nicht so klasse ist. Hast du schon ein Dorf gefunden irgendwo? Nein, bis jetzt noch nicht. Schade, ich auch nicht. Also wenn du eins findest, ne? Dann gebe ich dir die Koordinaten. Das ist sehr schön. Vor allem brauche ich jetzt erstmal wieder eine Kiste, noch eine. So, die setzen wir mal hier neben. Dann können wir den ganzen anderen Mist hier auch wieder einsortieren. Ach, guck mal, ich habe sogar schon eine Erdscherbe gefunden. Das ist ja auch schick. Die braucht man nachher für Thaumcraft. Für Thaumcraft. Schweres Wort. So, ich brauche Stöcker. Ich brauche mehr Spitzhacken. Wir bauen und bauen und bauen und ja. Machen wir erstmal zwei Spitzhacken hier neu. Das Schwert. Das Skelett? In der Hand? Ein Bogen? Nein! Was denn? Mauer! Also, auch nicht. Der Bogen sowieso, aber sieht aus wie ein Schild oder irgend sowas. Ach so, das kann manchmal sein, dass die Viecher jetzt besser gerüstet sind. Ja, das habe ich vorhin gesehen. Warte mal, bis du deinen ersten Spinnenreiter siehst. Die sind fies. Die gibt's auch im normalen Minecraft spawnen, glaube ich, mit einer Chance von 1% oder sowas, wenn ein Skelett spawnt und eine Spinne in der Nähe ist oder sowas in der Art. Und dann hast du auf Spinnen reitende und schießende Skelette. Die sind fies. Weil die können auch überall hochklettern und so weiter und naja. Mein Haus wächst. Du wirst gar nicht glauben, wo ich mein Haus baue. Im Dschungel. Ja, das ja außerdem. Ja, siehst du, dann habe ich doch erraten. Ich kann aber trotzdem in Ruhe bauen. Echt? Und ich hab lüftig alles oben. Alles ist lüftig. Baust du dir ein Baumhaus, sagst du? Ja. Hab ich doch geglaubt, siehst du? Verdammt. Ja, so habe ich wenigstens Ruhe. Zum Bauen. Ohne dass mal. Ja, das hätte der jetzt hier hochkommen. Gegner spawnen auch auf Bäume. Ist mir egal. Ach, dann trittst du sie einfach wieder runter, oder was? Ja, du kommst hier nicht rauf. Du kommst nicht rauf. Ja, und weg. Ich glaube, der andere Herr muss erstmal nochmal wieder richtig wach werden hier, bevor er uns gleich beglücken wird mit seiner Anwesenheit. Ja, wer verpennt, ne, der, und so weiter. Das kann ja mal passieren. Na sicher. Sagt ja auch keiner was gegen. Da ist er ja wieder! Er hört schon zu, keine Ahnung. Er hört zu. Ah, verdammt, dann müssen wir jetzt ja mit dem Lästern aufhören. Es ist immer noch Nacht da draußen. Genau so sieht das aus. Ja, Dennis, beeile dich. Ich gebe dir dann gleich die Koordinaten durch. Lass ihm Zeit. Lass ihn erstmal wach werden. Erstmal wach werden. Erstmal wach werden. Ach, du kannst dann unterwegs gleich Sand mitbringen. Ja. Der denkt sich jetzt auch, ja, red du mal, ich muss erstmal einen Kaffee haben. Es ist schon Höchststrafe, dass ihr ohne mich begonnen habt. Es ist Höchststrafe, dass du zu spät gekommen bist. Ja, Dennis,
Ich könnte jetzt davor, aber du besitzt ja auch nicht meine Nummer. Hä? Ja. Ich besitze deine Nummer tatsächlich nicht, weil die Anrufliste in meinem Handy ist nämlich nicht da. Ich habe versucht, dich anzurufen. Ich denke, ey, wo hast du doch seine Nummer? Wo ist sie denn? Verdammt, ich kann nur die Nummern einsehen, die ich angerufen habe. Nicht in meinem Handy, sondern in meinem Festnetz. Weil darüber hast du mich ja angerufen immer. Und mein Festnetztelefon ist leider unter aller Sau und das kann nur Nummern speichern, die ich selbst gewählt habe und keine Nummern, die mich angerufen haben, aus irgendwelchen Gründen. Oder ich bin zu doof, das hinzukriegen. Das kannst du natürlich auch noch haben. Jetzt sag nicht genau, dann schlage ich dich. Ich weiß, wo du wohnst. Oh. Ja. Ich war schon das erste Fleisch. Ich habe bloß noch 2,5 Herzen. Siehst du? Da kommt mein Kater an und quakt, der will auch mitspielen. Ne, Jimmy, mach dir einen Account und dann kannst du auch mitmachen hier. Da ist er ja. Der gute 45665. Das sagst du so. Ja, ja, sag ich so. Du siehst mich, ich seh dich aber nicht. Nö. Ich habe nur gesehen, 45665 joined the game. Ja. Das habe ich gesehen. Bloß, mein Game joint noch nicht. Ja, das ist mal doof, ne? So. Wenn es jetzt irgendwann mal wieder hell wird, dann kann ich vielleicht auch mal, obwohl da draußen scheint nicht besonders viel los zu sein, ich könnte ja mal riskieren, hier rauszugehen und mal gucken, ob ich hier gleich... Allein, ich melde mich an und ihr sprecht immer davon, es ist dunkel. Es ist auch scheiße dunkel. Ja, du, ich freue mich. Ich habe keine Waffen, ich stehe hier draußen. Oder? Und du bist am Futtern. Und ich krieg nichts ab. Nö. Nicht mal einen Kaffee, kein gar nichts kriegt er hier, weißt du? Kommt zu spät und bringt nicht mal Kaffee und Brötchen mit. Also Hilfe, ich will hier raus. Das geht so nicht. Also ihr so, wohin? Die Koordinaten muss er dir jetzt geben. So, ist plus 99. So. Das ist 99, das ist in der Nähe. Plus 432. Okay. 87. Was kann ich aus Hopseedwood machen? Plus 94. Wow, Slime und alles mögliche. Ich will hier raus. Hier ist ein Ei. Mitnehmen, alles okay. Mitnehmen, was du unterwegs findest. Okay. Sag doch mal die Kolben. So, jetzt wird das hoffentlich langsam mal wieder hell. Ich brauche Schafe. Und ich 99 brauche bis 432, 87. Das ist ein Dschungel, Klei. Du kommst direkt drauf zu. Plus 400. Auf die Dschungel kommt er. 432. Mist, und, falsche Richtung. Und Höhe 5. Eieieiei. So, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen Glas besorgen in dieser mir angeschlossenen Wüste hier gerade. Da ist ein Zomband. Geh weg. Ich finde das auch klasse, dass jetzt die HP angezeigt werden von den Viechern. Da weiß man gleich so, das lohnt nicht. Doch, noch ein Reizzimmer hauen. Ich brauche Schafe. Da ist ein Slime. Mitten auf dem Baum. Der hüpft da auf und nieder. So gibt's ein neues Slime. Ich hau grad den Slime. Echt? Ja, noch viermal. Was du so morgens machst, das, Ja, Slime verprügelt. Das möchte ich gar nicht wissen, glaube ich. Was du so morgens machst. Also, aus einem mach zwei. Ich hab kein Schwert mehr. Mach drei. Ich bin unterwegs ohne Schwert. Das war mal wieder klassisch jetzt gerade bei mir hier. Du, ich hau den Slime mit dem Brot, also. Was willst du jetzt eigentlich? mit dem Buch. Ach, mit dem Buch. Dieses Buch, da stehen Sachen drin, die du basteln kannst. Weiß. So, musst du aufheben. Aufheben, genau. Ich weiß nicht, ob man sich das irgendwie neu erstellen kann, aber ich denke mal nicht. So, und auf die 5 Kleinen habe ich keinen Bock mehr. Nein? Du machst ja Sachen. Treffe ich auch nicht. Oh, treffe ich. So, jetzt muss ich mir erstmal ein neues Schwert machen hier. Willst du den Slime auch haben, den wir drum? Den brauchen wir auch, ne? Nimm alles mit. Mitbringen. Erstmal 2 Steinschwerter machen hier, so, zack. Eieieiei, so, hallo, Slime? Hast du schon einen Koksofen gebaut? Der Slime ist weg. Koksofen, wir sind gerade erst eine 10 Minuten unterwegs hier, ich hab schon, Und dann sagst du, wir haben schon lange angefangen. Ich hab schon Quarry und hier, ne, ich hab schon 15 Parallelwelten mindestens. Oh, da bin ich ja neidisch. Ja, kannst mal sehen. Ersten Slime habe ich auch gerade gefunden. Die kann man sogar essen jetzt, glaube ich. Man kann Slime jetzt sogar essen. Das ist ja lustig. Ich kann den Slime essen? Und ekelhaft irgendwie. Ja. Tack. Ich hab Hunger.
Hühnchen. Bock, bock. Und Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ey. So was gibt's nicht hier. Nicht bei der Aufnahme. Das war ich gar nicht. Das war der andere Idiot. Genau. Ja. Verkneift dir das bitte. Ich glaube, ich... Hallo, ich war das nicht. Natürlich warst du das. Alter. Jetzt geht das los. Einer von euch beiden war das. Wer ist mir egal? Wer ist wieder so dreckig? Dann nächstes Mal fliegt ihr beide vom Server für 24 Stunden. Ganz einfach. Boah. Nein, das war ich aus Versehen. Ich hatte noch das Mikro gerade. Ja, ja, sorry. Sicher. Dann, ne? Schalt das nächste Mal das Mikro aus oder nimmst du zumindest bitte vom Kopf. Sowas möchte ich hier nicht hören. Was hab ich denn jetzt hier gefunden? Dennis, wo bist du? Ich baue Lehm ab. Iron Gravel Ore. Was soll ich damit denn jetzt machen? Was kann ich mit Iron Gravel Ore machen? Und ich habe keinen Stift, ich habe Koordinaten. Oh, es ist hell. Pulverisieren. Ich hole mir mal eine Schaufel. Ein Dachschen. Ich habe jetzt schon 17 Eisen gefunden hier. Ha, das ist klasse. Ich habe noch die Wegbogen vom letzten Spiel im Spiel. Ist das klasse. Ja, dann musst du die erstmal alle löschen. Hier war schon mal einer von euch. Das ist möglich. Woher weißt du das? Weil hier der unterste Teil vom Baum weggehackt ist und der obere da geblieben ist. Ja, das ist wohl meins. Siehst du? Bau die Bäume aber bitte immer gleich ganz ab, wenn du schon da bist. Bin dabei, ich brauche ja Holz. Ich möchte ja mal wenigstens eine Schaufel haben oder eine Axt oder ein Schwert oder wie auch immer. Ja, ja, genau. Bevor ich jetzt eine große Reise gehe. Die Nacht verbringe ich ja nochmal im Wasser und dann komme ich. Im Wasser? Natürlich, Lehm abbauen während der Nacht im Wasser. Achso, ja. Kommt kein Monster hin. Natürlich auch eine Idee. Schafel! Das wird jetzt eine Meerjungfrau. Hühnchen. Ja, ich werde Ariel, die Meerjungfrau. Bist du der Meerjungfrau-Mann oder was? So was in der Art. Nee, das war der Art. Zu dem anderen kommen wir jetzt nicht hier im Let's Play. Ja. Meinst du? Glaubst gar nicht, zu was wir hier noch alles kommen. Muhaha. Ja, du weißt ja gar nicht, wen ich noch alles kenne. Ja, du weißt ja von gar nicht. Wegen Meerjungfrau-Mann und ich kenne noch so einen Mann. Echt? Ja, Durchfall-Mann. Den was? Durchfall-Mann. Ach, Durchfall-Mann. Wo ist denn der durchgefallen? Aha! Nee, der hat das. Es gibt jetzt sogar. Der fällt nicht, der hat das. Es gibt jetzt sogar Schafsfleisch, sehe ich gerade. Sag mal. Doofes Huhn. Das sagst du keine 32 Mal zu mir. Nee, zu dem Huhn. Achso, okay. Siehst du, es will einfach nicht sterben. Ja, dann musst du vielleicht mal treffen, das soll helfen. Ich weiß nicht, was du davon hältst, wenn einer mit dir auf dem Holzstück auf dich einhaut. Ja, das weiß ich auch noch nicht, aber das werde ich dann sicherlich erleben. Ich möchte bitte ein paar Federn und so. Ach, Federn und so, aha. Federn, vielleicht. Ja, ja, Federn. Ich merke mir das, Federn. So, ah, guck mal, hier ist noch mehr Gravel ist hier. Wieder eine andere gute Let's Player, das immer so schön sagt. Wie kriegt mein Hühnchen tot? Man buddelt ein Loch und hau sie einfach tot. Draufsetzen. Kupfer habe ich auch schon gefunden, sieh mal einer an. Da findet ihr schon Rohstoffe, ich bin noch am Haus bauen. Ja, du. Denn such Rohstoffe, du findest immer Gold und Diamanten. Genau. Auch wo du es eigentlich gar nicht finden solltest, wahrscheinlich. Merkst du was? Ich merke alles. Ich merke vor allem, dass ich gerade Kohle gefunden habe, hier merke ich gerade. Zu essen habe ich wenigstens einen Apfel. Ich muss immer noch meine Nahrungsproduktion sichern hier. Hast du noch einen Apfel? Kacker mir nicht ins Ohr. Was haben wir denn bis jetzt? Achso, nochmal an meine Zuschauer. Es ist übrigens gerade nicht möglich, dass die anderen auch aufnehmen. Aus dem einfachen Grunde, weil die haben keine Aufnahmesoftware. Die kostet Geld und, Geld ist Mangelware. Deswegen, das stimmt. Werdet ihr wahrscheinlich in nächster Zeit wahrscheinlich keine Aufnahmen von eurem Gebäude da bringen. Aber ich bin ja öfters dann mal bei euch und guck mal vorbei. Ich kann mich ja teleportieren zu euch. Das ist ja gerade das Schöne. Aber bitte Feuer mit Antrag, ja? Mit Antrags? Mit einem Antrag. Achso, mit Antrag. Achso, sag das doch. Ja. Schriftlich in dreifacher Ausführung. Ah ja. Wenn schon richtig. Schriftlich in dreifacher Ausführung. Du hast doch wohl gesoffen.